So, da haben wir schon einen der Goblins. Der war doch auch mit dabei damals. Das ist ein Metalleimer mit einem großen Loch. Das hast du gut erkannt. Wir sacken den einfach mal mit ein. Ich weiß nicht, was man mit sowas will, aber wir haben ja vor allem einen intakten Holzeimer, aber egal. Können wir uns den Spaß erlauben und so Gespenst spielen oder sowas? Ich möchte nicht noch einmal gekocht werden. Schade. Okay, gehen wir erstmal nach unten. Unten heißt tiefer rein, das finde ich immer gut. Das ist ja so ein Druide. Das ist ja sehr sympathisch hier, die eiserne Jungfrau, die so ein bisschen vergammelt und rostig schon aussieht. Wir sprechen erstmal mit dem Druiden. Mit dem Druiden. Bist du der Druide aus der Stadt? Wer bist du, dass du Stimme, aber keinen Körper hast? Ich habe meinen Körper zu Hause vergessen. Mach keine Witze. Ja, ich bin der Stadtdruide und du stehst in Verbindung mit den Mächten der Finsternis. Was? Niemals. Ich bin nicht. Es ist bekannt, dass alle Diener des Bösen lügen. Verschwinde! Moment! Lass uns einen Augenblick vernünftig sein. Ich höre mir keine weiteren Lügen von dir an. Verschwinde jetzt oder trage die Konsequenzen. Ich glaube nicht, dass ein Mann in deiner Lage jemandem drohen kann. Deine Folter kann mich nicht verletzen, falscher Dämon. Tut mir leid, dass ich was gesagt habe, okay? Tschüss! Hey, sei mal nicht eingeschnappt, Simon. Sprich weiter. Hier ist sofort wieder eingeschlafen. Super. Ich bin zurück, Herr Druide. Wie geht es Ihnen? Ich sollte mich nicht mit Bösem einlassen, damit ich eurem Fluch nicht verfalle. Lass mich in Frieden. Ach nee, jetzt ist ja. Och Mann. Moment. Wo haben wir es denn? Hier. Entferne Ring. So. Jetzt aber. Neuer Versuch. Meine Augen scheinen zu versagen, oder ist das tatsächlich ein Kind? Ja. Ja, ich bin's. Du weißt, der Fürst der Dunkelheit. Ha! Du wirst mich nicht täuschen mit deiner Maske. Welche Verkleidung? Deine wahre Gestalt ist die eines großen, geflügelten, feuerspeienden Monsters. Natürlich. Deine Seele ist schwarz wie die Nacht. Das aber schon immer. Wieso sprichst du nicht mehr über die alte Welt? Ich beantworte doch nicht die Fragen eines Dämons. Nun, das mich überzeugt. Mann, du hast echt was an der Birne, oder? Verflucht sollst du sein! Wie kann ich beweisen, dass ich kein Dämon bin? Es gibt einen einfachen Test. Was ist dieser einfache Test? Es ist eine bekannte Tatsache, dass die einzige Waffe, die einen Dämon zerstört, ein Silberdolch in seinem Herzen ist. Wenn das Opfer dabei stirbt, dann war es ein Dämon. Lebt sein Herz jedoch und ist es rein, so kann es geopfert werden. Super. Bestimmt findest du auf diese Weise viele Dämonen. In der Tat, es hat bisher immer geklappt. Das ist ja ganz toll. Du magst mich für dumm halten, aber diese Methode erscheint mir nicht ganz fair. Wer sagte etwas von Fairness? Hast du Angst, Sohn des Bösen? Alter, du hängst auf einer Streckbank. Ich glaube, wir sitzen doch irgendwie am längeren Hebel. Was haben wir denn noch? Hättest du dich nicht auch? Nein, aber wenn du gerettet werden möchtest, hörst du besser auf, deinen Standpunkt zu vertreten. Okay. Lass uns lieber den bequemen Weg gehen. Siehst du das Silberkreuz um meinen Hals? Drücke es dir auf die Stirn. Ach, sehr gern, das ist gut. In Ordnung. Lass es uns versuchen. Na gut. Ade, du grausame Welt. Ja! Also bist du ein Diener des Bösen. Kennst du das Gefühl des brennenden Feuers des Guten? Was? Das Ding war eiskalt. Hat mir einen Schock versetzt. Oh, ich denke, dass ich besser alles zurücknehme. Oh je. Also, wie sieht der Fluchtplan aus? Nun. Es könnte erstmal helfen, dich loszumachen. Ich ziehe einfach meinen Ring an und gehe raus. Was? Und mich hier zurücklassen?
Nur so lange, bis du die Druiden Flower Power einsetzt? Es ist nicht ganz so einfach. Druiden Flower, Druidenmagie entstammt der Natur. Alles, was ich ohne Natur tun kann, ist polymorph. Poly was? Alle Druiden sind in der Lage, sich in andere Tiere zu verwandeln. Es passiert, wenn sie einen Vollmond erblicken. Ja, genau. In welches Tier kannst du dich verwandeln? Ein Frosch. Ein Frosch? Stimmt irgendetwas nicht mit Fröschen? Finde ich gut. Oh, nein, nein. Aber ein Frosch? Ich kann es nicht ändern. Die Anordnung kam von oberster Stelle. Nun, ich bin sicher, dass uns das von Nutzen sein wird. Ich mag Frösche. Ich finde Frösche sympathisch. Ich finde das gut, dass der Mann ein Frosch wird. Okay, da müssen wir irgendwie Mond reinkriegen. Mondschein offenbar. Wir gucken erstmal. Was? Bitte was? Pfefferminzbonbons. Ah ja, natürlich. Die sacken wir sofort ein. Hätte ich auch direkt erwartet in einem Goblin-Verlies. So, Brandeisen, scharfe Sachen. Schauen wir uns erstmal die scharfen Sachen an. Eine Sammlung heißer Metallspitzen. Bitte nimm's mit, bitte nimm's mit. Meine Mami sagte, fasse nie scharfe Sachen an. Ich finde auch gut, dass die Zange so halb so groß ist wie Simon. Ich meine, gut, er steht noch einen Meter weg, aber trotzdem, er ist so ein unglaublicher Zwerg. Ein bisschen größer hätten sie den schon machen können, auch wenn er erst 12 ist hier. Kannst du das Brandeisen einstecken? Ach ja, natürlich. Natürlich. Die scharfen Sachen will er nicht, aber ein glühendes Eisen steckt er sich in die Mütze rein. Genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber langsam wird's unglaubwürdig mit der Mütze. So, schauen wir mal rein. Ein Standard-Folterinstrument. Magst du da reingehen irgendwie? Ich glaube, wir sollten nichts überstürzen. Schade, kann man mit der irgendwas machen mit der eisernen Jungfrau? Hat die irgendwas? Nö, ne? Das ist einfach nur eine eiserne Jungfrau. Okay, schade eigentlich. Hätte man seinen Spaß mit haben können. Okay. Wir haben einen Haufen Krempel dazu gekriegt schon wieder. Das ist unglaublich. So. Können wir ja aufmachen? Sie sind versiegelt. Du sollst öffnen, nicht versiegeln. Sie sind versiegelt. Vielleicht ein bisschen falsch betont, oder? So können wir vielleicht hier... Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Okay, wir können jetzt hier erstmal im Prinzip nichts machen. Dann gehen wir erstmal nach oben. Halt. Wir gehen noch nicht nach oben. Wir legen erstmal wieder den Ring an. So. Und jetzt gehen wir erstmal wieder nach oben und gucken uns dort noch weiter um. Ich dachte ja eigentlich, wir sind unter der Erde und nach unten heißt, wir gehen tiefer ins Verlies rein oder so, aber hier scheint es ja mehr nach oben zu gehen. Deswegen gehen wir mal hier lang. Mal gucken, was ist. Der steht im Weg oder was? Nein. Nein, du sollst. Simon! Du sollst schon oben bleiben. So, wir müssen jetzt irgendwie den Goblin da wegkriegen. Können wir denn vielleicht mal das Brandeisen gegen den benutzen? Brandeisen? Das geht doch so nicht. Ja, warum ist hier eigentlich nicht mit was? Ach doch, jetzt ist es. Das geht doch so nicht. Schade. Ich hätte ihm gern mal ein bisschen wehgetan. Was haben wir noch? Seinen Magneten ist eigentlich sinnlos, oder? Das geht doch so nicht. Dachte ich mir. Du kannst an dem nicht vorbeigehen? Was ist denn das für ein Shit? Kannst du den wegschieben? Das ergibt doch keinen Sinn. Wieso nicht? Natürlich. Okay, wir haben... Was haben wir denn überhaupt dazu gewonnen? Wir haben das Zauberbuch, das uns aber momentan nicht viel nützt. Ach gut, Eimer, Pfefferminz, Bonbons, Brandeisen. Mit dem Brandeisen können wir vielleicht mal versuchen, den Schneemann zu bekämpfen. Das wäre eine Idee. Ansonsten habe ich keine Ahnung. So, aber jetzt erstmal, wie komme ich denn an dem vorbei hier? Gar nicht, oder was? Gucken wir später mal. Ich will jetzt erstmal... Ach, ich komme ja nicht raus, ne? Ich komme ja gar nicht raus, stimmt ja. Denn der Kerl, der macht ja hier nicht auf. Okay, nochmal mit dem Druiden gesprochen. Druide? Achso, ich muss ja auch auf Reden klicken. Ich bin zurück, Herr Druide. Wie geht es Ihnen? Ich sollte mich nicht mit Bösem einlassen, damit ich eurem Fluch nicht verfalle.
Lass mich in Frieden. Ich hasse dich. Jetzt muss ich den blöden Ring wieder abnehmen. Entschuldigung. Wieder abnehmen. Sowas Nerviges. Noch irgendwelche Ideen? Das ist so dämlich. Okay, Druidenkraft. Ich muss Mondschein reinlassen. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Beeile dich lieber. Die Goblins werden bald zurückkehren. Ach, tatsächlich. Ach, was machen wir denn mit dem? Wir müssen irgendwie Mondschein reinlassen. Bringt uns die eiserne Jungfrau irgendwas? Können wir irgendwas zerquetschen da drin? Nee. Mist. Verdammt. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Ach Mann, sei doch nicht so. Sei kein Frosch. Das hat jetzt zwar bestimmt nicht viel Sinn, aber wir können mal versuchen, mit dem Magneten das aufzuziehen. Das geht doch so nicht. Ja, dachte ich mir. Wir haben nichts, was wir... Was können wir denn hier machen? Ich habe keine Ahnung, was wir hier irgendwie benutzen könnten. Kannst du irgendwas mit der eisernen Jungfrau anfangen? Ein Standard-Folterinstrument. Ja, schön. Magst du mal rein? Ich glaube, wir sollten nichts überstürzen. Ach. Was tue ich mit dir, ist die Frage. Was tue ich mit dir? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Schade eigentlich. Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Pff, doch schon, also ich wüsste schon was. Kann man vielleicht die Fesseln hier abmachen? Nee, ist ja auch sinnlos. Warum lässt er den hier drin? Ich meine, er könnte doch wenigstens mal hier an der Kurbel ziehen ein bisschen. Was passiert denn, wenn ich so hoch gehe? Ich gehe hier nicht raus ohne den Ring. Ach, okay. Wir haben ansonsten nicht viel. Wir haben scharfe Sachen, die er nicht nehmen möchte. Wir haben einen Druiden, der nicht weggehen möchte, offenbar. Wir haben ein Portal, das sich nicht öffnen möchte. Wir haben Gitterstäbe, die sich ebenfalls nicht öffnen lassen. Und wir haben eine eiserne Jungfrau, mit der sich nichts anfangen lässt. Das ist ganz grandios. So, dann irgendwas mit den Gitterstäben vielleicht. Können wir die einschlagen? Das geht doch so nicht. Schade. Können wir die wegmagnetisieren? Das geht doch so nicht. Ich habe keine Ideen, Leute. Tut mir leid, wenn das wieder ein bisschen sinnlos ist hier. Aber mir gehen gerade wirklich schon wieder die Ideen aus. Wir haben nichts, womit wir irgendwas aufmachen könnten oder so. Dann leg halt nochmal den Ring an und wir gucken nochmal oben nach. Gut. Hoch mit dir. Los. Ab nach oben. Wie kommen wir hier raus? Ich will da eigentlich nur raus erstmal. Ich finde auch den Gesichtsausdruck teilweise schön bei ihm. So. Hier kann man aber auch... Gut, gehen wir erstmal hier lang. Ich finde auch gut, dass er es gar nicht mitgekriegt hat oder dass es ihn nicht interessiert hat, dass hier die Tür aufging. Hier sind bloß die Schachteln. Können wir uns die nochmal angucken? Da ist ein Haufen leerer Pappschachteln. Okay, können wir nichts mit tun? Schade. Hier steht der Gobbo im Weg. Was machen wir? Können wir vielleicht den pieksen? Das geht doch so nicht. Du musst doch irgendwas haben hier. Rattenknochen. Das geht doch so nicht. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Kannst du das geht doch den so abbeizen nicht. Oder so? Ihm eins mit dem Hammer überziehen. Das geht doch so nicht. Nee. So, Gold. Können wir vielleicht Gold hinschmeißen, damit er irgendwie gierig wird? Das geht doch so nicht. Schlüssel, Rauch. Bloß mal so. Das geht doch so nicht. Wer hätte das gedacht? Scheren. Schneiden wir ihm seinen Piepmatz ab. Das geht doch so nicht. Nee. Können wir auch den Bart tragen? Ich glaube, hier nützt das nicht. Schade. Benutze die Feder und kitzel ihn. Das geht doch so nicht. Benutze den Stein. Das geht doch so nicht. Benutze... Ich würde wahrscheinlich wegen Lärmbelästigung verhaftet werden. Sausophon. Okay, Feuerlöscher. Das geht doch so nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, das geht so nicht. Ja, wir kommen hier nicht weiter. Das ist blöde natürlich. Das Schild, wir streiken. Das geht doch so nicht. Zünden wir ihn an.
Das geht doch so nicht. Ich hasse die Welt. Oh Mensch. Was können wir denn tun? Hier komme ich im Moment nicht raus. Ja, das dachte ich mir schon. Okay, da ich jetzt gerade wirklich total auf dem Schlauch stehe, mache ich an der Stelle, ich spiele ja jetzt auch schon eine Weile, mache ich an der Stelle einen Cut rein und ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, ne? Und wir lassen Simon mal so vor sich hin flimmern, wie er ist. Also würde ich sagen, gehabt euch wohl und bis zur nächsten Aufnahmesession. Wir sehen uns dann wieder. Winke, winke und tschüss.